Es ist natürlich völlig klar, in dem Moment, wo sich das auch manifestiert, dass die AfD zweitstärkste Kraft ist, wir liegen ja auch in den Umfragen jetzt schon seit Monaten strukturell vor der Kanzlerpartei und vor allen anderen Parteien, nur noch 5%, 6% hinter der CDU, da müssen wir natürlich auch einen Führungsanspruch stellen und das tun wir auch. Wir haben ja auch in Ostdeutschland gesehen oder wir sehen, dass wir dort stärkste Kraft sind, mit Abstand. Und da wird sich vor allen Dingen die CDU fragen müssen, wie nachhaltig ihre Brandmauer ist, nicht wahr?